Hallöchen Radsportfans, herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Bernardino, wo Paris-Nizza läuft. Und was habe ich schon wieder für ein Blödsinn in der letzten Folge gelabert? Da habe ich doch erzählt, dass hier ein Doppelklick hier bei Erik Zabel bei der Karriere passiert ist, als ich hier draufgeklickt habe. Mit meiner kaputten Maus, was auch an der kaputten Maus lag und nicht am Game. Ja, nur die Folge, die kommt erst morgen raus. Also ihr konntet das in der letzten Folge noch gar nicht wissen. Und auch rein theoretisch in dieser Folge könnt ihr das eigentlich noch nicht wissen. Wenn ich ein bisschen Blödsinn in den nächsten Folgen und so laber, nicht wundern, ich habe halt vor meinem Urlaub, wir gehen ja erstmal rein, damit schon mal geladen wird, vor meinem Urlaub habe ich bis in die Puppen habe ich für euch aufgenommen, damit ich entspannt in den Urlaub fahren kann und ihr trotzdem jeden Tag ein Video bekommt, das habe ich auch geschafft. Aber das ging teilweise bis mitten in die Nacht rein und auch eben bei der morgigen Erik Zabel-Folge bin ich ein bisschen am Rummeckern. Ich kann mich auch noch genau noch dran erinnern, da war ich schon so müde und dann passiert mir das mit meiner kaputten Maus auch noch. Da war ich wieder ein bisschen am Rummeckern, aber das kennt man nicht anders. So, jetzt geht's hier aber in die Königsetappe von Paris-Nizza rein. Es ist die siebte. Wir sind hier auch der Top-Favorit und im Moment sind wir auf dem zweiten. Einmal konnten wir schon eine Etappe gewinnen und eine sind wir zweiter geworden, genau die letzte. Und dann versuchen wir doch jetzt hier mal das gelbe Trikot zu erobern. Ladies and gentlemen, welcome. Today it will be the climbers who have any chance of victory. Ja, und damit herzlich willkommen zur Königsetappe Paris-Nizza hier, die vorletzte Etappe. Und ich habe natürlich schon wieder Blödsinn gelabert. Das liegt immer so ein bisschen an dieser Anzeige. Ich habe natürlich vorher wieder bei Fahrer geguckt, was passiert ist. Wir sind schon im Game-Trikot. Also wir brauchen das hier nicht noch erobern, weil wir ja durch unseren zweiten Platz in der letzten Etappe, und da hat das gelbe Trikot ein bisschen hinterhergehinkt mit Adendoll. So, den kann ich nochmal auf 65 einstellen. Und jetzt hat es an der Tür geklingelt. Ich muss euch hier ganz kurz einen Cut machen. Bis gleich. Und da ist er wieder. Gib's zu, es ist gar nicht aufgefallen. Ich sehe da auf jeden Fall in unserem Team 3 mit Minus und es ist leider Gudu, Madua. Naja, wenigstens Amiral hat eine gute Form. Würde ich ja ungern jetzt den Küng nehmen. Tja, ich denke mal, der Beste für Bernard ist er hier. Küng ist hier schon ganz vorne. Küng, dann geht's Jünger in die Führung. Dann haben wir noch Gregoire übrig. Der Gudu so eine schlechte Form hat. Was ist mein Gudu? Oh, dann habe ich hier die doch schon alle vorne gesehen, ne? Küng ist vorne. Madua stand, glaube ich, rechts. Also ist es, ey. Und Amiral ist auch schon da. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wie ein Jackpot hier. Dusch und bam. Auf geht's. Rein in die Königsetappe. Als Top-Favorit mit plus 3. Naja, da steht unser Name doch schon ganz vorne auf dem Treppchen. So, der ist auch schon ganz gut platziert, der Bernard. Gudu ist vielleicht ein klein wenig weit vorne, aber da gehen ja schon die Angriffe ab. Komm, dann präsentiere ich euch erstmal die Angriffe. There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on so, TV. So, die ersten vier unterwegs. Da gehen noch zwei ab und Attack noch einer hinterher und noch jemand. Aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat das Feld geführt, oder? Ja, Küng ist schon aus der Führung raus. Dish, bam. Ja, die führen schon hinterher. Da geht aber auch so einige ab. Oh, warte mal. There's more than a minute on the clock. The break seems to be working. Alle irgendwie vorne. Wir müssen das mal irgendwie anders einstellen. Jetzt führt hier nämlich wieder keiner mehr. Küng wieder rein hier. Ich denke mal, 50 reicht. Wie viele Leute sind weg? Springt das hier hin und her. Alter, 25. Latour sehe ich hier. Ja, 78. Schon wieder versprungen hier. Ja, dann wäre ich hier mit 78 am Berg dabei. Boah,
Die hier vorne, die sind schon echt stark. Wer verfolgt die denn noch? Hier, noch welche mit fast 80 am Berg. So, wie sehen die Jungs aus? Also, da sitzt Bernard Amadoua, da sitzt Gudu. Also, Gudu ist mir echt. The gap is widening. It's now more than 2 minutes. The peloton seems content to let it grow. The peloton has slowed right down. The teammates of those in the breakaway are not going to make an effort. It's up to the other team to get their fingers out. Jetzt haben wir sie alle. Boah, die Gruppe steht, 25 Leute weg, 4 Minuten haben die schon drauf. Ich würde sagen, ich cut euch das raus und bevor es dann in den Schlussanstieg reingeht, dann seid ihr wieder live dabei. So Leute, 32 Kilometer noch, da nehme ich euch wieder mit. Kommt noch so eine kleine Vorwelle, dann die Abfahrt und dann geht's zum Schlussanstieg. Ich wollte euch nur schon mal mit reinnehmen, weil das Feld hier so langsam auseinanderbröselt. Da ist auch schon der nächste Riss passiert, schon nur noch 20 in unserer Gruppe hier. So, ein paar Scherz, auch hinter sich, Dankeschön. Was ist hier los? Hätte beinahe hier nur abreißen lassen. Für mal ein bisschen zu schnell oder was? Dusch. Ich musste ein bisschen powern. Die sind echt weit weg. Ich meine, ich habe mal durchgeklickt. Dürfte keiner eine Gefahr sein, wenn ich keinen übersehen habe. Aber so ein Sieg, ne, auf der Königsetappe ist natürlich auch was. So, der Einzige, der dann noch verfügbar wäre, ist Gudu. Bei Bernard sieht alles ganz gut aus. Der kann hier wahrscheinlich der Pascher sogar noch mal ein bisschen beschützen. Eine Etappe kommt ja noch. So, die sind 2,50 etwa weg. Nach uns anderthalb Minuten schon zurück. Tja, da es 25 sind, es wird auch schon wieder mehr. Ach nee, warte mal, das ist eine Kombination aus den Gruppen. Dann macht ihr jetzt mal Gruppe 3. 80 soll erstmal reichen. 3 Minuten sind die weg. Bisschen was kann Bernard natürlich am Schlussanstieg auch noch selber reißen, aber jetzt hier machen wir noch nichts. Da wird es dann ein bisschen steiler. So, jetzt ist noch einigermaßen flach. Mal 85. Du gehst mal da hin, ey. Du nimmst mal den Gudu mit. Und Gudu nimmt ja mal Bernard mit. Und du kannst dich entspannen. Ah, schön da bleiben. Ah, erst wenn es steiler wird, machen wir auf 85. Obwohl, er ist jetzt schon im orangenen Bereich. Es wird aber auch nicht weniger. Jetzt wird es langsam steiler. Lange kann Amiral auch nicht mehr. So, jetzt mal unter 3 Minuten. 15 Kilometer remaining. Die sind bei 15, wir sind knapp unter 16. So, jetzt geht's. Der nächste rein hier. Amiral völlig im Arsch. So, 2,5 Minuten, naja, ein bisschen drüber. Na, ist schon wieder fast 3. So, jetzt können wir mal gucken. Da sind nur noch 6. Wie sehen denn die Abstände bei denen aus? Oh, das ist im guten Bereich. Oh, warte mal, was ist denn da los? Der geht der Weltmeister. Hikita. Ist nicht der Weltmeister. Das ist das Trikot des kolumbianischen Meisters, ne? Ah, gehen die hier auch alle rein? Bogudo, ey, dass der hier noch so mithalten kann, ey. Das ist übel.
da ist der Weltmeister, McNulty. Lala, wir haben ja schon nur noch Hälfte gelb. Der muss gedümmer rein. Das ist die Frage, es sind noch über 11 Kilometer. Das hält doch ja noch nicht durch, oder? Only 10 kilometers left. Da bricht Malua gerade zusammen. Die fahren hier schon ganz schön schnell. Falling behind. A team leader is falling behind. Ich brauche mal ein Stäbchen. Disch, 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 disch und disch. Ihr fahrt's für euch alleine? Ich hab nicht mal mehr Hälfte. Lass uns mal ganz kurz gucken hier. Der kommt von vorne. Zwei. Hier ist Pete Cock. Der ist am Berg gar nicht so gut. Der hat 1,17. Da ist Adam Doyle. Da kann ich, denke ich mal, erstmal noch mit 75 weiterfahren, weil mir der Gelbe von Bernardo ein bisschen Angst macht. Aber jetzt geht aber auch Adam Doyle. Muss ich doch mal schneller machen. Da bricht einer zusammen im Turner. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake. Da sind wir aber wieder dran. So, nächste Attacke läuft da schon. Sieben Kilometer haben wir noch. Da ist auf jeden Fall dran. Da ist Adam Doyle. Da ist die Gruppe, oder zumindest die meisten aus der Gruppe. Wir haben noch sechs. Ah, ich hänge hier fest. Ich hänge hier fest. Alter! Zieht euch das rein! Ach, Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh, das ist immer wieder ätzend, wenn Leute zurückfallen und einen dann aufhalten. Ich wäre hier vorne schon längst mit dabei gewesen. Vier noch. Nimm dir den mal rein. Ist denn da vorne jetzt? Adam Doyle zum Beispiel. Ey, ohne Witz, ey. Nur weil ich da festgehangen habe. Sonst wäre der gar nicht so weit vorne alleine. Das ist doch nicht normal, ey. Das müssen die wirklich irgendwann mal ändern, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, Adam Doyle da ganz vorne. Da ist er. Er bricht aber gerade zusammen. Oh, 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 oh. Weniger, 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 weniger. Kann ich alle abhängen, oder? Football! Alone against all. It required a lot der ganz vorne, wir kommen ja als Zweiter rein. Krieg ich den ganz vorne noch? Ah, 30 Minuten Rückstand. Wunderbar, ey. Haben wir geschafft, ey. Gelbe Trikot verteidigt ihr. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte den vorne noch erreicht, wenn die mich da nicht mit allen Mann aufgehalten hätten. Das war ja wie eine Wand vor allem. Und ich bin der Meinung, das darf einfach nicht sein. Das machen die doch im echten Radsport auch. Ne? Wenn so eine Gruppe vom Feld eingeholt wird, dann fährt die Gruppe auf einer Seite und das Feld fährt auf der anderen Seite. Also das müssten sie hier im Game auch mal so langsam hinkriegen. Das wäre nicht schlecht. Trotzdem bin ich relativ happy. Weil wir sogar gegenüber Adam Doyle unseren Vorsprung noch ausbauen konnten. Noch Zeitbonifikation bekommen. Der ist nur auf Platz 6 sogar reingekommen. Bin mal gespannt, wie viel Vorsprung wir jetzt haben. Eieiei, das war das Gruppetto, schätze ich mal.
Jetzt kommen ein paar Nachzügler. Oh, da kommt noch eine große Gruppe. Noch ist ein bisschen Balken da. Das waren die letzten, denke ich mal. Ah ja, hat's der Schweizer Meister gemacht, oder was? So, da ist unser im Bild. Das ist natürlich sehr uninteressant. Oh, da kommt da reingeschlichen. Gut, Bernard noch zu sehen. Da kommt Bernard. Ja, da sind wir im Bild, das können wir uns schenken. Mit N0 zusammen. Lalalala. Eieiei, dem könnte man sogar noch mal richtig was drauf brettern. Ist er überhaupt noch Zweiter? Ja, er ist noch Zweiter. Über eine Minute, aber er ist schon Vorsprung. Ja, wie geil. Punkte hängen wir auch hinter ihm. Bergtrikot werden wir wohl nicht mehr erreichen. Dann sind wir zu weit weg. Naja, Jungtalente waren natürlich auch ganz vorne. Ah ja, Team. Oh, hat uns National Bing überholt. Ja, das freut den Manager. Na, nicht ganz die Hälfte bis zur nächsten Stufe, wo wir uns verbessern dürfen. Bis Mai hatte ich Training eingestellt, ne? Da ist der erste. Okay, den auf jeden Fall noch nicht. Ja, ja, genau. Bis zum 30.04. ist schon eingestellt. Hier habe ich nicht gefuscht. Hier habe ich beim letzten Mal gefuscht. Und da gehen wir jetzt rein in die Abschlussetappe Paris-Nizza. Über eine Minute Vorsprung haben wir. Das sieht nach einem Sieg für uns aus. Ah, Erschöpfung ist auch genau voll ungefähr. Das heißt, sie geht dann hier wieder auf Null. Naja, das ist jetzt nicht so eine richtig schwere Bergetappe. Ich denke mal, da wird sich wahrscheinlich sogar irgendein guter Sprinter mit drüber retten und dann hier am Ende sich den Sieg holen. Wir kommen hier immer noch auf sehr gut. Gedü ist auch noch auf sehr gut. Hier mal für euch das Magazin. Da bei den Favoriten sind wir nicht dabei. Interview mit uns gibt's auch nicht, aber wir werden hier im Interview erwähnt und dann lese ich das doch mal vor. Interview mit Penhö. Oder Penhot. Keine Ahnung. Wie läuft das Rennen bisher für Sie? Es läuft nicht so wie gewohnt. Ich hatte großes Pech und weiß nicht, wie ich den Spieß noch umdrehen soll. Ich werde mich zumindest um einen Etappensieg bemühen. Glauben Sie, dass Ino zum jetzigen Zeitpunkt vom Thron gestoßen werden kann? Solange das Rennen läuft, können wir ihn angreifen und versuchen, an die Spitze zu gelangen. Es wird zwar Tag für Tag schwerer, aber wir müssen weiter kämpfen. Und das machen wir zusammen mit Gedü auch. Greetings to all! Today is a day for the climbers. The team leaders should have their work cut out, and they're going to have to count on the support of their teammates. Alone, it looks difficult, unless an ideal opportunity offers itself. Oh, damit herzlich willkommen zur Abschlussetappe Paris-Nizza. Wir sind auf einem guten Weg hier, dieses Etappenrennen zu gewinnen. Da kann ja eigentlich nur noch ein Sturz oder ein Platten kurz vorm Ziel oder so uns einen Strich durch die Rechnung machen. König ist schon wieder vorne. Teddy, übernimmst du erstmal wieder die Führung. Und diesmal lassen wir auf jeden Fall nicht so viele Leute weg, weil das sind 114,3 Kilometer nur. Ist natürlich die Frage, ob da jemand ausreißt, der uns gefährlich werden kann. Höchstwahrscheinlich nicht. So, der Pascher, den nehmen wir wieder für Bernard und der schnell mal wieder für Gedü. Und die beiden lassen wir wieder für sich alleine fahren. Und dann lassen wir hier losgehen. So, Tisch und Tisch. Bam, bam, Busch, Basch. Tisch. Auch nochmal auf 85. Weil die sitzen schon alle ganz gut. Amiral ist noch da hinten. Dann gehen wir auf jeden Fall in die Action. Und da geht auch schon der erste ab. Attack wieder der Maulema. Nee, ich wollte gerade sagen, wieder der Schweizer Meister, aber nö, es ist Maulema. Amiral ist schon irgendwie auf dem Weg nach vorne, aber der ist noch weit hinten. There's a few riders jockeying for position at the front. Tisch. Na, bis jetzt sind nur 7 weg. König führt zwar noch, aber führen auch andere jetzt schon. Ist aus der Führung raus und There are some legs that just can't take the speed anymore. The riders are being left behind. Was? Du musst hier den Gedübe bewachen.
Boah, der ist bis nach hinten zurückgefallen. Also die wurden hier wieder eingefangen. Ziehen wieder durch, aber das fällt sie doch, glaube ich, gleich wieder an. Ja, Puls geht nach oben. Madua ist gleich da. Ne, Amiral meine ich. Der ist schon da. Red. Dash. Bam. Und Tick vorfahren kannst du. Und stopp. Na, ich denke mal, also E3 wird mindestens noch gejagt. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Auch nicht so richtig mit Volldampf. Kann sein, dass es wegen dem Sprint ist. Puncture. The rider will have to burn some energy to get back into the pack. Und Almeida an Platten. Ja, jetzt nach dem Sprint haben sie aufgegeben, so wie es aussieht. Dann würde ich mal sagen, ich cut euch das raus und hier auf der Abfahrt zum... Oh, jetzt ist es versprungen. Was soll das? Musst du meine Brille aufsetzen. Zum Côte Chateauneuf, da nehmt ihr euch wieder mit. So Leute, wir sind jetzt schon einen Anstieg davor, wo ich euch eigentlich mit reinnehmen wollte. Da nehme ich euch wieder mit, weil es gibt ja jetzt hier nur zwei Etappen in dieser Folge. Und da die Etappe sehr kurz ist, habe ich mir gedacht, den Berg gönne ich euch auch noch. Oh la la, der Puls ist auch schon sehr hoch. Also ich muss doch auch nichts machen. Also das Feld jachtet den hier schon die ganze Etappe hinterher. Immer so, hier bei der Bergwertung waren sie dann mal wieder ein bisschen weiter weg. Naja, Wasser hatte ich auch gerade verpflegt. Das müsste normalerweise reichen. Aber der Puls geht hier bis in den roten Bereich rein. Selbst bei Werner. Healy greift hier nochmal an. He broke from the pack like a greyhound. Schachtmann war auch gerade unterwegs. This downhill will allow the riders to recover from the Abfahrt runter, machen wir 99 hier, das ist mir ein bisschen zu heiß. There we go, that's two-thirds of the race behind us. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Na, wenn wir nämlich hier eine zwei Etappen nur fahren und jetzt Milan Sanremo kommt danach nicht mit reinnehmen, dann kann ich euch drei World Tour Klassiker in der nächsten Folge präsentieren. Starten tun wir dann da mit dem Monument Milan Sanremo. Da wir noch in der Ebene und am Hügel zu schlecht sind, also sprinten sowieso, sehe ich da jetzt nicht so große Chancen. Oh, 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 oh. So kann man auch mal verlieren. Das sind jetzt bestimmt 15 Fahrer, die an mir vorbeigefahren sind durch die Blöcke. Bei der anderen Bergetappe. Entschuldigung. So, anderthalb Minuten nach vorne. Sieben Mann sind da drin. Ja, das saugen sie ja ganz schön den Gelben auch weg. Ist fast bei allen Fahrern rot, oder jetzt ist es bei allen Fahrern rot. Vom roten Balken her ist mein Pascher und der Gütü noch am besten. Hier, da wieder zwei, die mich mit zurückziehen. Nächster, der mich mit zurückzieht. Also in diesen beiden letzten Bergetappen hier bei Paris-Nizza habe ich aber richtig zu leiden. There's an attack in the group at the front. Aber da geht es zum Glück wieder bergab und Stäbchen. Pascher ist auf jeden Fall noch dabei. Die beiden aber nicht mehr. Und die anderen auch alle nicht mehr. Gedü wurde doch auch zurückgeblockt. Der war auch viel weiter vorne. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Fall in the pack! Und sage ich ja, ne, es sind jetzt noch 126 Fahrer in dieser Gruppe, da wird ein Sprinter am Ende gewinnen. Bin mir jetzt schon ziemlich sicher. Ich habe da auch keinen Hügel mehr, wo ich irgendwie angreifen könnte.
halbe Minute nach vorne, ein bisschen mehr. Letzter Anstieg, ey, ist mir jetzt aber zu blöde. Ja, jetzt fahre ich auch mal einen Punkt hoch. Das ist Allendale, oder? Ja. Nee, nicht aus dem Gatteln gehen. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Naja, da brauche ich ja auch nicht angreifen. Das ist erledigt. 84 Leute, ganz sicher sind hier Sprinter mit drin. Na, jetzt geht's mehr oder weniger nur noch bergab, bis kurz vorm Ziel. So, die beiden und Stöpschen hier. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. Du gehst jetzt nochmal rein. Gudür, der geht hinter Marua. Du gehst Deine. Marua sitzt hier ganz hinten. Warte mal, Tisch. Dann gehst du der nochmal hin, ne? Jetzt warten wir erstmal, bis der hier vorne ist. Wenn er denn nochmal vorne kommt. 45 Mann in der Gruppe. Kommt irgendwie ganz schwer nach vorne. Da kommt er. Lalala, der Steine. Kannst du mal Punkte reinmachen? The finishing line is not far off, as we're into the last descent. Oh, 11 Kilometer noch. Ja, die greifen echt nochmal an. And he sprints away in attack. Oh mein Gott. Only 10 kilometers left. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Oh nee, Alter. Oh mein Gott. Sorry, wenn ich so viel meckern muss, aber es, wenn ich hier so einen Zug aufbaue, ist es unverständlich. So, können wir denn jetzt fahren? Falling behind! A team leader is falling behind! Ah. Drei Leute vorne. Ist auch schon nicht mehr lange. Tisch, Tisch, Bäm. Du schrubbst jetzt nochmal. Du gönnst hier schon mal den. Hier ist der Gregoire, der ist schon wieder so ein bisschen rausgefahren, irgendwie. Nee. Boah, der ist... auf Punkt. Der ist hier rangefahren, ey. Mit selbst führen. 5 kilometers remaining. Marua sprintet da vorne. Lutsenko was caught in a fall. Lutsenko nochmal gestürzt hier. Marua kann auf jeden Fall noch. Kann immer noch, kann immer noch. Können wir hier für Gedün Sieg einfahren? Warte mal. Fan der Pool wird zu schnell sein. Die sind alle zu schnell, sage ich doch hier. Das sind alles mehr oder weniger. Naja, das sind Klassikerfahrer, die allerdings auch sprinten können. Ah, für Gudu hier, glaube ich, nochmal eine Top 10 Platzierung rausgeholt. Sprintwin for Van der Pool. Und der kommt da Bernard reingeschossen und das bedeutet, wir haben diese Rundfahrt gewonnen. Schon alleine, weil da kommt Allendale erst rein. Oh, was sind wir hier für ein Balken? We're waiting for the backmarkers. Die letzten sind gerade mal über die Côte d'Aspremont rübergefahren.
Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis die alle drin sind. Ja, Kudu hier nochmal einen Sechsten gemacht. Ah, schon mal ein schönes Einfahren hier für den Giro. Also wir sind mit einem ganz guten Team unterwegs. Also da geht vielleicht ordentlich was in dieser Saison für Bernard. Und da waren wir auf jeden Fall mal ganz vorne mit dabei. Ja, Van der Poel hier außer Konkurrenz. Oder hier am Schluss setzt er sich immer noch weiter von den ab. Oh, Zigeiro. Ja, schönes Ding. Für meinen quasi Landsmann. Für die, die es nicht wissen. Ich bin Viertel Holländer. Und ich nenne mich immer Holländer. Wo ich dreiviertel Deutsch bin. Ja, und Bernard hat Paris-Nizza gewonnen. Das ist doch wunderbar. Gudu hier noch auf 8 reingekommen. Daniel Van der Poel als eigentlich nicht Bergfahrer ist hier auch noch 10. geworden. Ja, Bergtrikot für La Tour. Der beste von uns ist Bernard auf Platz 4. Sprinter-Trikot haben wir auch noch geholt. Ey, sehr schön, Alter. Haben wir den Adenol noch überholt. Da ist Gidu auch noch auf 5 reingekommen. Ja, das ist doch mal richtig schön. Da muss ja der Manager ordentlich Punkte rausknallen. Wir sollten ja auch nur Dritter werden. Ja, das Trikot haben wir natürlich auch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Konnten wir es im Team noch holen? Nein. 29 Sekunden hinter National Bank. Schade, schade fürs Team. Immerhin 2. geworden. Dann ab zu den Ergebnissen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was knallt sie denn raus? Naja, immerhin, immerhin. Zwar habe ich eigentlich mit ein bisschen mehr gerechnet, aber naja, 63 Punkte soll reichen. 102 Punkte sind wir jetzt noch vorne unserer nächsten Stufe, wo wir uns verbessern dürfen, weg. So, und dann haben wir auch hier das Ende der Folge erreicht. Wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es Milan Sanremo für euch. Grand Prix di Sanremo heißt das hier. G3 Flandern und W4 Games Classic. So, ich hoffe natürlich, ihr schaltet da wieder ein. Bis dahin, bis dann und ciao.